In Schweden sehen viele Statuen neuerdings so aus. Sie tragen Handtaschen. Sieht nach moderner Kunst aus, ist aber Protest. Öffentliche Statuen bekommen Handtaschen umgelegt, sie werden fotografiert und unter dem Hashtag Tanten mit Taschen ins Netz gestellt. Auf Schwedisch heißt das dann Tanten mit Väsken. Der Grund dafür? Diese Statue sollte in der südschwedischen Stadt Växjö in Lebensgröße aufgestellt werden. Sie zeigt Danuta Danielsson aus Växjö, die 1985 bei einem Nazi-Aufmarsch einem Skinhead mit ihrer Handtasche ihre Meinung sagt. Das Bild wird in Schweden Kult. Für die Schweden ist es ein Symbol dafür, sich gegen Nazis zu wehren. Allerdings ist nicht jeder von der Idee begeistert. Der Stadtrat von Växjö findet die Statue gewaltverherrlichend und will sie nicht aufstellen. Viele Nutzer auf Twitter, Facebook und Instagram sehen das aber anders und machen jetzt jede Statue zu Danuta. Die schwedischen User haben die alte Dame ins Herz geschlossen und vor allem ihre Handtasche. Vielleicht lässt sich der Stadtrat von Växjö durch diese Aktion ja dann doch noch umstimmen.